Leute, euer Ree hier zusammen mit meinem Neffen Jared. Sag Peace, Jared. Peace. Ja, wir gehen ja heute auf Börse nach Montabaur und meine Family ist auch dabei. Schauen sich das Ganze auch mal an. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind ein paar Impressionen. Ich treffe dort auch ein paar von den Jungs: den Sarobe, den Stroh, den Mivo und den Peter, den Petendo. Mal schauen, was da geht. Freue mich schon. Ich treffe die Jungs zum ersten Mal und los geht's. So hast du es genau im letzten Video auch gemacht. Josen, Leute! Alles klar, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön. Machst du
Josen Leute, euer Rie hier. Ich war auf der Börse, wie ihr sehen konntet, und jetzt bin ich im Keller meines Elternhauses bei meiner Mom, weil das hier ist gerade der einzige Raum, in dem ich etwas Ruhe habe, denn ich will die anderen ja nicht belästigen mit meinem Videokram. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich auf der Börse so alles mitgenommen habe. Vorher zeige ich euch aber mal, weil der Strohsack drüben war seine Simba, zeige ich euch mal den Hund von meiner Mutter, der Mickey. Da ist er. Hey, hey, guck mal, zeig mal, wie hübsch du bist. Zeig mal, wie hübsch du bist. Komm, komm her, komm her. Schau, schau, schau da rein. Schau. Oh, ein leckerer. Ein sehr hübscher Hund, oder? Bist du ein hübscher? Übrigens coole Schuhe, oder? So macht man das hier. Also Leute, ich fange mal von oben an. Habe ich zwar jetzt nicht von der Börse, nämlich das PlayStation, die Leuchtreklame, das Pocket Case und diesen GameCube Game Boy Advance Adapter. Habe ich in meiner örtlichen Videothek hier gefunden, auf dem Rückweg. Bin einfach mal rein, weil mir gesagt wurde, ey, du warst da bestimmt lange nicht mehr drin, da gibt's cooles Zeug halt, ne? Dann bin ich rein und hab das hinterm Tresen im Büro von dem Chef, habe ich das stehen sehen. Da habe ich gefragt, was willst du dafür haben? Da hat er gemeint, für das Schild will er 50 Euro. Für die zwei zusammen hätte er eigentlich, ich glaube, 10 gewollt. Also für das Pocket Case hätte er am Anfang eigentlich, der wollte nur 1 Euro für dieses Case haben. Fand ich sehr cool. Und da habe ich gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Machst du mir für alles 50 Euro? Also die zwei Sachen hier und das Schild. Alles klar bei dir? Ja, und er gemeint, ja, cool, können wir machen. Also sehr geil. Die Schilder gehen ja zwischen 60 und 90 Euro weg, von daher 50 Euro, die drei Sachen, kann man nicht meckern. So, dann geht's weiter, dann auf der Börse. Da habe ich mir habe ich mir 007 geholt für die N64, ist alles drin. Die Anleitung ist top. Und da habe ich übrigens mit dem Stroh, am gleichen Stand haben wir einen Bundle-Deal gemacht. Der Stroh wollte Parappa the Rapper als Tausch mit einem anderen Kollegen. Und dann habe ich gemeint, so ey, wenn wir die zwei Dinge nehmen, wie sieht's aus? Kannst du was machen? Und dann ist er von 52, also bei mir, ich weiß nicht mehr, was der Stroh für einen Deal gemacht hat, aber bei mir ist er von 52 auf 45 Euro runtergegangen. Mit Case, mit diesem Plastik-Case, Hülle, alles dabei. Hey! Ja. So, dann geht's weiter. Dann habe ich ein paar Sachen beim Peter mitgenommen, beim Petendo. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal schauen, der Hip-Boy Gameboy, der Controller hier mit der OVP, Pilot Wings und Dino Crisis. Und für alles zusammen habe ich sage und schreibe 55 Euro bezahlt und das ist ultra fair. Vor allem, Leute, ich gehe mal ein bisschen um das Licht. Das Ding hier ist Schnieke. Das ist unglaublich neuwertig. Gab es da einen Deckel dafür? Beauty? Wäre interessant zu wissen. Ja, Peter. Das DuckTales war quasi ein Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank dafür. Peter, Hammer Deal von dir. Also ganz ehrlich, ich weiß, du hättest noch wesentlich mehr kriegen können für das Zeug. Warst echt cool. Hast mir das. Hörst du auf, deinen eigenen Schwanz zu jagen? Ja. Ja, Peter, fetten Dank, Mann, Alter. Ja, was soll ich sagen? Hammer Deal einfach. Und an denjenigen, der beim Peter was am Stand geklaut hat. Deine Mutter, Alter. Richtig erbärmlich sowas. Ohne Witz, Alter. Fehlen mir die Worte einfach. Ja, also nochmal. Vielen Dank, Peter. Hammer. Saugeil. So, dann habe ich beim lieben Sarobe was gekauft. Und zwar Mortal Kombat für die SNES. Den gelben Gameboy. Auch in sehr schönem Zustand auf jeden Fall. Da ist die Kappe sogar noch drauf. Achso, bei dem Hip-Boy, was noch krass ist, ist hinten. Schaut mal. Ist das nicht krass? Ich weiß nicht, gab's das, war das serienmäßig? Gab es das immer dazu? Das ist so ein Schutz, den kann man rausnehmen. Das ist so
ist ein Tuch. Das Ding ist sogar noch drin. Also, es ist echt der Hammer. So. Ja. Beim Sarobe, Mortal Kombat. Den gelben Gameboy. Und Mortal Kombat 2, da hat er mir die seine selbstgemachte Hülle mitgegeben. Und da war ich bei ihm bei, muss ich nochmal schauen, 35 Euro, nein, Moment, 35, 5 und, sorry, 55 Euro für die drei Geschichten hier. Auch sehr fair auf jeden Fall, Saro, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wenn ich auf Börse gehe, dann, schaue ich nicht so krass auf Preise, aber das war trotzdem ultra fair von dir. Hammerhart. Vielen Dank, Saro. Mivo kam zu mir her, geschossen. Hey, du hattest Geburtstag. Wie sieht's aus? Interesse für einen Fünfer? Kannst du es mitnehmen? Ich meine, alles klar. Case muss man wechseln, aber das ist ja das kleinste Problem bei PlayStation-Spielen. Also vielen Dank dafür, Mivo. 5 Euro, Nemesis. Sau cool. So, dann war ich bei den Jungs von Video Game Empire. Und ich wusste, die haben Hüllen. Ich habe die jetzt das zweite Mal auf der Börse getroffen. Ultra, ultra, ultra nette Jungs so. Und bin zu ihm hin und habe gemeint so, ey, ich bräuchte Hüllen für die SNES, für SNES Games. Da meint er, wie viele? Da habe ich gemeint so, ja, so 10 Stück. Da hat er gemeint so, ey, nimm die mit, nimm die Karte mit. Und halt sie in die Kamera. Und das tue ich jetzt. Ja, die hat er mir so gegeben. Sau cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Eine halbe Stunde später oder so bin ich nochmal hin, hab gemeint so, ey, ich bräuchte doch noch für die, für Gameboy-Spiele ein paar Hüllen, 15 Hüllen. Aber aber da habe ich auf jeden Fall auch nicht mit gerechnet, dass er wieder sagt, so, ja, okay, ja, nehmen Sie mit. Und da habe ich ihm, da hat er 15 Euro dann natürlich von mir bekommen für 15 Hüllen. Also, aber trotzdem, Hammer-Deal. Also 25 Hüllen, 15 Euro. Also, wie gesagt, also die Jungs hier, wärmstens zu empfehlen, super nett, super cool, mit denen Geschäfte zu machen. So muss das sein. Oh, was ist hinten noch drauf? Oh, ihr Partner. Videospiele, Konsolen, Merchandise, Comics, Windspiel, Brenner. Also Leute, schaut mal bei den Jungs vorbei. Ruft mal an. Ich denke mal, die haben auch einen Online-Shop, schätze ich mal. Aber Mittwoch ist geschlossen, ne? Muss auch mal sein. So, vom Stroh habe ich zwei Geschenke bekommen. Und zwar die Dinger, die Pokémon-Schlüsselanhänger. Von denen er, ich wette, echt 100.000 Stück hat. Aber sehr cool, vielen Dank. Und ist den Original Gamecube. Das Netzteil hier. Hammer, hammer, hammer. Vielen, vielen Dank, Stroh. Sau cooler Move. Ja, top. Dann hatten die Jungs, beziehungsweise also die Jungs vom René Krüger einen Stand und die machen Repros. Oh, ich setze mich mal hin, weil meine Knie fallen gleich ab. Die machen Repros und jetzt nicht verwechseln mit Hacks, also die machen keine. Die machen keine Repros im Sinne, dass das Spiel dann 1:1 ist, sondern die hacken die Spiele, damit es also Sachen gibt. Also, wie soll ich das erklären? Das hier ist Super Mario zum Beispiel. Und da hat er zu mir gesagt, da sind neue Level, das Spiel ist schwieriger gemacht und so weiter und so fort. Und bei dem Back to the Future, ich weiß jetzt nicht genau, was alles anders ist, aber er hat gemeint, im Titelbildschirm ist die Originalmusik vom Film. Und es war scheinbar im Originalspiel nicht der Fall. Und jetzt passt auf, Leute. Die haben sie mir geschenkt einfach. Haben gesagt, so, ja, hier, komm. Gibst dir so viel Mühe mit deinem Channel. Und wir schauen da gerne rein. Nimm das mit. Und das hier werde ich auf jeden Fall jetzt als nächstes anzocken. Also, Herr René Krüger und deine Jungs, vielen Dank dafür. Ja, ja, vielen Dank dafür, Jungs. Die Börse war super, super geil. Also eine gemütliche Börse mit coolen Leuten, ohne Scheiß, die Jungs da mal zu treffen, hammerhart. Also alle cool drauf. Und auch alle anderen, die dort waren.
bis auf einen. Aber ich glaube, der weiß, wer er ist. Ja. Ja. Willst du runter? Hm? Lass mal den runter. Ja, Leute, das war das Börsenvideo. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich glaube, die nächste Börse ist im Januar in Köln. Und da werde ich auf jeden Fall auch versuchen, vorbeizuschauen und für euch ein Video zu machen. Also Leute, in diesem Sinne... Ah, warte mal. Machen wir noch was Cooles zum Abschluss. Bam! Ist das geil, hä? Also Leute, in diesem Sinne... Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Reed.